Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Modern Warfare 1 Remastered mit mir, Alawache 1993. Auf der Map Vakant im Spielmodus Team Deathmatch mit der AK-74U und Rotpunktvisier. Ja, ich werde hier gerade in ein Match, von einem Match ins nächste geschmissen. Aber das Gute ist halt, dass die Matches bis jetzt immer so gut waren, dass die halt noch nicht angefangen haben. Es sind aktuell noch nicht wirklich viele drin, aber nichtsdestotrotz hoffe ich mal, dass Vakant ein bisschen besser ist als Block. Na komm. Weil Block, da habt ihr es ja mal live gesehen. Aber wie gesagt, ich habe da ja schon gesagt, ich mag die Map. An sich mag ich jede Map. Vor allem eine geile Map, die ich auch auf der PS3 super gerne gespielt habe, ist Pipeline. Und Pipeline ist auch hier mit zugekommen. Und ich hoffe mal, dass ich die auch mal bald spielen darf. Auf der PS3. Also mir hat es super Spaß gemacht. Und dann kam er von hinten. Super. Alter, ohne Scheiß, Mann. Da stand doch ein Mate von mir. Wie? Oh. Hier geht's ja gar nicht weiter. Doch, da geht's weiter. Alter Leck. Da habe ich mich... Hä, wie kann ich denn da drauf gehen? Wenn da ein Mate von mir steht, wie kann ich denn da drauf gehen? War der schon wieder blind und hat den Typen nicht gesehen? Na gut, egal. Das kleine problematische i-Tüpfelchen auf oder in MW1, muss ich sagen, holy shit, ist leider so die Spieleranzahl. Das muss ich einfach so sagen, weil es sind halt so dermaßen wenig Spieler da. Ja, natürlich, aus dem Grund, weil man es halt ja nicht alleine spielen kann. Ach, komm schon, wieder vertippt. Zack. Und ich hoffe mal, dass Activision als Publisher sagt, passt auf, Leute, wir gehen da jetzt mal hin und sagen, pass auf, wir verkaufen jetzt, ist meine Maus schon hier ein bisschen sprengig, oder was? Wir gehen jetzt hin und veröffentlichen MW1 Remastered als Standalone, so wie es halt original eigentlich ist, um halt mal den Verkauf nochmal ein bisschen anzukurbeln. Scheiße, das wäre mein Heli gewesen. Und die Spielerzahlen. Ich hoffe mal, dass sie das auch bald mal machen. Weil NW1 ist halt ein mega geiles Game. Und ich würde mal sagen, es werden viele Spieler da auch mit reinkommen. Wenn es halt nicht Infinite Warfare, genau. Zusammen wäre. Aber na gut, egal. Das kann ich leider nicht beeinflussen. Ich würde es halt gut finden. Aus dem Grund, dass man denn da ein bisschen mehr Power wieder reinkriegt in das Game. Also mehr Spieleranzahl. Und ich denke mal, das Game würde halt sogar echt gut boomen. Oh, hinter mir? Ja, lol, okay. Der Typ war echt hinter mir. Ich weiß aber nicht, wo der Typ hier sein sollte. Hm, komisch. Komisch. Weil hier wurde mir auch ein roter Punkt angezeigt. Und irgendwie war der da zwar, aber irgendwie war der auch nicht mehr da. Da läuft einer. Oh! Da war eins. Gut, dann müssen wir halt wieder draußen rumlaufen. Vakant ist eigentlich so eine Map, wo man halt auch wieder viel campen kann, was ja aktuell komischerweise ein COD am Start ist. Aber nichtsdestotrotz, man kann MW1 trotzdem spielen. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass Activision hingeht als Publisher und sagt, pass auf, wir veröffentlichen das jetzt halt als Einzelspiel. Also ich würde mich darüber freuen, allein durch die... Ich denke mal, darauf warten echt viele, dass man denn das alleine spielen kann. Also ohne, dass man sich die komische Deluxe Edition kaufen muss. Okay. Ich hau nochmal mein Radar raus. Oh, nee, darauf habe ich jetzt keinen Bock drauf zu gehen. Weil ich bin an sich gerade schon hier recht okay. Unterwegs! Oh, shit. Ja, ist scheiße tot. Ja, gut, er ist halt mit rumgegangen. Ja, es war halt ein bisschen doof. Wieso soll ich hacken, Alter? Ist der doof? Oh Mann, Alter. Ich verstehe halt nicht... Ey, Leute, wo war das? Sollte ich da jetzt einen Hack haben, hä? Wo soll da denn bitte irgendwas gehackt sein? Ich hab... Oh, oh. Ja, keine Ahnung. Das könnte ich jetzt auch sagen. Pass auf, Hack. Leute, sah so ein bisschen strange aus. Aber das war halt kein Hack. Der hat mir... Ich denke mal, die werden irgendwie eine Drohne oder sowas gehabt haben. Wo dann gesehen wurde... Oder dass ich halt da... Obwohl, ich war markiert, ne? Wenn ich schieße, bin ich ja markiert. Für eine kurze Zeit auf der Map.
Und das ist alles. Also von daher, ich habe keine Ahnung, wo... Na, komm schon. Wo der Typ da schon wieder meinte, ich hacke. 19,6 ist okay, sag ich jetzt mal. Das war schon wieder arschknapp. Aber, nun gut, ne? Ich verstehe es halt nicht. Ich werde zurzeit in vielen Spielen als Hacker beleidigt. Ich weiß nicht warum. Weil ich spiele ganz... Ich habe einen relativ hohen... Ja, was heißt der? Es gibt immer bedeutend bessere Spieler als ich. Aber ich bin der Meinung, ich habe trotzdem einen relativ guten Skill in COD. Und mach den halt mal ordentlich. Ja, 19,6 oder 20,6 ist jetzt nicht gerade hoch, was ich da am Ende hatte. Wird jetzt nicht mehr angezeigt. Auch super. Vor allem, wenn die Gegner dahinter nicht gerade gut sind. Aber nichtsdestotrotz, hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin raus, ich bin Alewach1993. Bis zum nächsten Mal. Denkt an die Likes und haut rein.